Ich freue mich, Astrid Nischkawa begrüßen zu dürfen. Wir sind in Wien und nicht in Berlin. Astrid Nischkawa hat Germanistik und Komparatistik studiert. Sie arbeitet auch als Übersetzerin und sie ist auch in Fix Poetry ein Redaktionsmitglied und hat dort auch ein eigenes Format entwickelt, nämlich das literarische Selbstgespräch. Und sie wird auch für diese ganze Veranstaltung, für den, eben den 9. und den 10. einen Artikel auf Fix Poetry veröffentlichen. Außerdem sehen Sie in der Gaststation das Fenster. Also wir haben in der Gaststation ein Format, das heißt das Fenster, das ist sozusagen in den öffentlichen Raum gehend, unsere Auslage, und dort präsentieren wir seit Jahren verschiedene Projekte, und das kann eben literarisch etwas sein oder künstlerische, und die Menschen, die auf der Straße vorbeigehen, sehen diese Arbeiten. Es wird jetzt eigentlich relativ modern, gerade jetzt in diesen Zeiten hier im öffentlichen Raum etwas zu präsentieren. Schön, und sie hat eben eine poetische Installation, stellt sie dort aus, und die heißt Fensterdichtung. Und ich bitte dich jetzt, das Gedicht, das da präsentiert wird, es ist ein Gedicht und vorne sind kleine Gedichte auch zum Mitnehmen, ne? Das Gedicht vorzutragen. In der Dämmerung nimmt die Doppelung der Menschen und Bilder immer mehr Kontur an. Der Abendhimmel ist noch etwas zu erkennen, der Nachthimmel wird es nicht mehr sein, wenn das Fenster ganz zum Spiegelbild geworden ist. Und jetzt wird Astrid Nischkawa aus zwei Gedichtbänden Gedichte vorlesen. Das eine ist Satir mit Thunfisch und der Parasitenpresse. Und da bezieht sie sich auf alte Meister, nämlich Meister der Malkunst. Viele oder Objekte auch? Oder? Hauptsächlich Gemälde. Hauptsächlich Gemälde, und transponiert die Eindrücke eigentlich in Sprache und schafft so Korrespondenzen. Und aus dem anderen Gedichtband Poesie, Passieren, passieren lassen, wird sie auch. Ich fange an mit Poesie passieren. Ich fange an mit Poesie passieren und passieren lassen. Anschmiegsame Bauten, verborgen hinter Erdwellen, Katzenohren im Gras, ein Turm ohne Dach, gebündelter Himmelsblick. Schutzbunker, Wellblechhallen, lichtdurchlässiger Beton, Bilderrahmen für Wiesen, Fensterspiegel für Bäume, Raum und Freiraum für Kunst und Wolken. War im Museum und fand dort keinen Dichter in höchster Konzentration mit schmalen Lippen und starrem Blick. Und auch keine einzige der 19 Szenen mit Kobolden war zu sehen. Nur Farbspiralen und Sphären und ein einzelner Ventilator, der sich von der Decke baumelnd an langem Kabel langsam in weiten Kreisen drehte. Zart trankende Topfgedanken bei offenem Fenster dem Licht entgegen. Langsam zog sich die Farbe aus dem Bild vor meinem Fenster zurück, blieben braun und ermattete Grüntöne. Und jetzt aus Satir mit Thunfisch und zwei unveröffentlichte Gedichte. Zu Franz Snyders und Cornelius DeVos Fischmarkt. Aufgetürmt stapeln sich die großen Fische, Krabben und Krebse. Noch nicht drapiert und sortiert für mögliche Kunden ist es zu früh. Das erste Licht verfängt sich gerade einmal in den tieferen Wolken. Die kleinen Fische werden in die Schale geschüttet,
während der größte Fisch mit dem weißen Bauch nach oben und weit aufgerissenem Maul neben zwei Schildkröten auf dem Boden unter dem Tisch liegt. Lauter glasige Augen, kein Leben mehr, in ihnen still auch die Flossenbeine, Armen und Schere. Lebendig nur die beiden Männer, eine der beiden Schildkröten, die aus dem Bild fliehen möchte, und der Seehund, der gerade mit einem Aufschrei unter dem Tisch hervorbricht, hervorbrechen möchte. Doch sorglos gelassen sind die beiden Männer, denn sie wissen, dass nichts aus diesem Bild entkommen kann, keine Kunden kommen können und sich selbst die Sonne in ihrem Rücken nicht weiter bewegt. Betrachte die Bäume, die von Tag zu Tag mehr aufblühenden Marillenbäume. Zu früh, viel zu früh, denn bald schon soll es wieder schneien, möchte ich den Schmetterlingen zurufen. Doch sie und die Bäume hören mich nicht. Jeden Tag springen mehr Blüten auf. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir so sehr fehlen würden, meine Freunde, die Bilder. Wie es wohl den Katzen unter der Schale mit Meeresfrüchten geht. So lange hat es gebraucht, bis ich die beiden blitzenden Augenpaare endlich entdeckte. Und nun darf ich sie nicht mehr sehen, sie und all die anderen auch nicht mehr. Es wird kälter. Sie haben die Ausgangssperre um eine weitere Woche verlängert. Betrachte die Bäume, die Blüte der Marillenbäume. Die Marillenbäume gibt es. Die Marillenbäume gibt es. Parmigianino, Selbstbildnis im Konvexspiegel. Gewölbt will es Spiegel sein, das Bild im Spiegel zeigt ihn, der wirkt wie ein Kind, das Schutz sucht, einen neuen Mäzen. Und doch ist er schon erwachsen, macht sich klein, um sich zugleich zu vergrößern. Die Hand des Künstlers so überdimensional groß, die Hand, die es zu ergreifen gilt, die Hand, die fordert. Denn ein Künstler so groß passt nicht in diese Kammer so klein und so kalt. Ein Künstler so groß sprengt den Rahmen in Gold. Dunkel, verhalten sind die Farben aufgelöster Geometrie. Rund und eckenlos wölbt sich das gespiegelte Zimmer den Betrachtern entgegen. Wand und Decke und Wand werden eins, während das vergessene Fenster zu fliehen sucht und dabei doch etwas auffängt vom Widerschein des Spiegels, der sich in ihm verfängt. Canaletto, die Dogane in Venedig. Lichtblaues Morgenerwachen der Windstille, fadenscheinig gewähren die Segel Durchblick, genieren sich ihrer selbst unter dem Blick des Malers, der ihnen so viel Aufmerksamkeit schenkt, mehr als dem Palettlazzi so klein im Hintergrund. Darüber der Himmel, unberührt, leer, leichte Wolkenbewegung, vogelfrei. Wo sind deine Tauben geblieben, mein Venedig, wo deine Möwenschreie sind nicht zu hören, nichts ist zu hören, als der leichte Wellen- und Ruderschlag in der Stille und die Rufe der Fischer und Händler, ihre roten Mützen, die einzigen Bojen dieses lichtblauen Morgens. Museen sind nicht Orte außerhalb von Raum und Zeit, Orte der Begegnung und der Nichtbegegnung, Rückzugsorte, in deren wohltemperiertem Dämmerlicht alles vergessen werden kann, was draußen geschieht. Der blendende Sonnenschein wie die Sturmwetterwarnung, die Stadt und das Land vor dem Fenster verschwimmen im babylonischen Stimmengewirr rund um mich. Wo bin ich, wer bin ich? Ich wandere im Kreis auf dem knarrenden Parkett und dabei zugleich in verschiedenen Raum- und Zeitebenen. Ich wandle mich, verwandle mich in mich selbst und verliere, was nicht ich bin. Peter Breuel, der ältere Jäger im Schnee. Schneelandschaft mit Elster, doch diese hier sitzt nicht ruhig auf dem Gatter, sondern taucht durch die kalte, klare Winterluft hinab in das weißblaue Tal, in dem das Graublau der zugefrorenen Teiche das des Himmels widerspiegelt.
Ausgelassen froh sind die schwarzen Figuren auf dem Eis. Sie vergessen für einen Augenblick die Eiseskälte und den Hunger. Er kehrt von alleine wieder, wie die drei erschöpften Jäger mit ihrer Meute ausgehungerter Hunde und so spärlicher Beute, dass sie mit gesenktem Blick und schweren Schritten durch den tiefen Schnee stapfend nichts sehen von der Anmut der sich fallen lassenden Elster über ihnen. Schließe die Augen, um den Bildern im Traum zu begegnen und in Gedanken durch die Seele zu gehen, aus denen ich so lange Zeit ausgesperrt gewesen war. Unruhig öffne ich die Türe, ob sie noch alle da, ob sie die Monate ohne Menschen auch gut überstanden haben. Erfreut lächeln sie mir zu, die drei Prinzessinnen mit ihren Wespenteilen und den seltsam großen Ketten. Ich eile weiter, will sie alle begrüßen. Von der Wand rechts winkt mir der Vogel zu. Aber ich gehe der linken Wand entlang weiter. Laut knarren meine Schritte, noch lauter als sonst, als wäre der Parkettboden unwillig, sich von mir in seiner Ruhe stören zu lassen. Halte kurz inne vor dem Turmbau zu Babel, um zu sehen, ob sie die Zeit genutzt haben, um ungestört weiterzubauen. Und gehe weiter. Der Papagei auf dem Arm der Frau schüttelt sich und krächzt mir zu, während mir der immer noch in seine Rechnung vertiefte Mann kurz aufblickend zunickt. Meine Schritte werden schneller. Vor der Tür in den nächsten Saal biege ich nach rechts ab und bleibe schließlich stehen vor dem Lieblingsbild aus Kindertagen. Bis heute faszinieren mich die aus dem Schnee ragende Brombeerranke, die Hundemeute, das schräg hängende Wirtshausschild, unter dem das kleine Feuer in der Kälte nur widerwärtig flackert, während in der Ferne die schwarzen Figuren auf den zugefrorenen Deichen eislaufen. Mein Blick findet die Elster im unbeschreiblichen Weißblau des Himmels und kommt zur Ruhe. Ja, ich bin hier, endlich wieder hier, im Traum, in meinem Kopf und in meinem Herzen. Dankeschön.